So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich bin nicht alleine, denn der dicke Iswo ist auch da hinter mir. Na, seht ihr ihn? Hallo. Ja, okay, ganz unscheinbar und ja, wir wollen heute mal auf Zuschauerwünsche eingehen. Das heißt, wir, ich, der macht ja eh nichts da hinten. Nee, der ist wieder am Videoschneiden, am Machen, am Tun. Der ist ja immer richtig krass unterwegs mit Musikvideos hin und her. Der ist immer da, wo die Rollläden hochschnappen, ne? Was ist gegen Kette, gegen Nachbarn, gegen Einbrecher? Gegen störende Blicke oder das Scheißwetter? Gegen prallende Hitze grundsätzlich? Es ist die Rollladen und Sonnenschutztechnik. Was ist gegen Kette, gegen Nachbarn, gegen Einbrecher? Gegen störende Blicke oder das Scheißwetter? Gegen prallende Hitze grundsätzlich? Es ist die Rollladen und Sonnenschutztechnik. Ich kann ja mal hier was verlinken in die Beschreibung oder hier was einblenden. Müsst ihr mal abchecken. Der dicke Iswo, ne? Richtig gute Sache, immer am Machen. Und ich habe letztens einen Kommentar gelesen bei meinem Video vom Yannick Rech. Der hat geschrieben, ob ich mal ein Video machen könnte von meinen besten Pokémon bzw. WP, höchsten Pokémon. Und weil die Tage eh so chaotisch sind, wo der Iswo da ist und wir immer so viel zu tun haben und Rumrennerei und jetzt auch noch über Ostern und da Event und da Raid-Touren und da hin und her, wollte ich das heute einfach mal fix einschieben und habe gedacht, okay, Yannick, Mr. Rech, Sie kriegen Ihren Wunsch erfüllt. Wir gucken mal auf die WP höchsten Pokémon. Wir fangen bei dem höchsten an und gehen so bis 3000. Sobald es unter 3000 ist, ist es uninteressant, sagen wir mal. Und wir schauen einfach mal fix rein. So, und da ist auch schon das erste. Das ist nämlich ein Letterking mit 4424 auf Level 40 gepusht natürlich. Leider nur ein 98er. Hätte ich damals nicht gepusht, wenn ich gewusst hätte, dass das Ding wirklich so grottenschlecht ist und nichts macht, nichts kann. Und wenn ich gewusst hätte, dass ich kurz danach noch einen 100er bekommen habe, da hätte ich nämlich trotzdem lieber das gepusht, weil ein 100er kann man ja immer mal pushen. Ihr seht, das kann auch nur Gähner und Knuddler und Gähner macht ja eh nichts. Bis es dann mal Knuddler einsetzt, okay, ist eine zweigeteilte Attacke, das geht schon und das knallt dann auch richtig rein. Das hat ja einen richtig hohen Angriffswert, aber meistens ist es schon tot, wenn es in der Arena sitzt, bevor es überhaupt mal angreifen kann. Dann geht es weiter, ein 89%iges Mewtwo. Ich habe mittlerweile natürlich bessere, ich habe auch einen 96er, glaube ich, mit, das hat glaube ich nur Eisstrahl oder so, das war dann aus der zweiten Welle, das war damals noch aus den X-Raids, auf jeden Fall mit Spukball natürlich, dem Legacy-Moveset und das habe ich hochgezogen, weil das war eins der ersten mit, die ich bekommen habe und weil es 15 Angriff hatte und ich damals so stolz drauf war, habe ich mir die natürlich gegönnt. Ihr seht, 1004 Bonbons, also da ist einiges zusammengekommen, bei Bummels nur, Bummels Bonbons nur 500 noch was. Also da geht natürlich auch noch was, wenn ich das 96er push, ist das natürlich vor dem, ist nochmal höher als das, aber das habe ich noch nicht gemacht. Dann haben wir ein 100%iges Kyogre, noch 437 Bonbons mit 4115, das ist auch richtig cool, darauf habe ich ewig gewartet. Ein 98%iges Kyogre hinterher mit 4107 und ihr seht der Unterschied. Sind nur 8 WP, die bei den 2% liegen, also ist eigentlich nicht der Rede wert, aber es sieht natürlich immer noch mal ein bisschen besser aus, wenn da eine 100 dran steht. Dann habe ich auch noch einen 98er hochgepusht, 41,6, ja, das hat glaube ich andere Werte. Das eine hat glaube ich nur 14 Angriff, das andere 15 Angriff, deshalb da der Unterschied, aber Kyogre immer noch der beste Wasserangreifer. Also wenn ihr ein gutes Kyogre habt, immer hochpushen, genauso wie Groudon. Wo wir jetzt dazu kommen, da ist mein Bestes leider nur ein 96er, auch hochgepusht auf 4096, ist auch ein älteres von 2017, 18.12. und jetzt mit den Lucky Friends kann man sich natürlich noch ein paar Groudon mal rübertauschen, in der Hoffnung, dass da noch ein richtig gutes dabei ist. Dann ein 96er Palkia, das ist noch gar nicht so alt. Als das da war, war das das Beste, habe ich auch gepusht, hochgezogen, 3972 und natürlich 15 Angriff. Ein 98er Ho-Oh vom 10.12.2017, auch richtig gute Sache gewesen damals, das hat mir glaube ich der Bob gefangen, das allererste, weil ich immer keine Geduld hatte bei den Vögeln, die sind ja immer hoch und runter, das war mir alles zu viel und ich habe das lange Zeit auch, nenn mich Bob genannt und irgendwann habe ich es dann doch mal umbenannt, habe aber auch noch ein zweites bekommen,
ist jetzt leider nicht hier. Ich glaube, das habe ich noch nicht gepusht oder es kommt noch in der Reihenfolge. Sehen wir auf jeden Fall dann noch ein 100% Rayquaza am 21.02.2018. Auch hochgepusht auf Level 40. Auch richtig gute Sache. Und da seht ihr, das war... Oh mein Gott, jetzt hängt's. Nicht hängen. Gefangen? Ach, nirgendwo gefangen. Gefangen im Nimmermannsland. Das war aber auch eine lustige Geschichte. Da war ich abends nämlich fort, war was trinken, hatte dann mein Handy irgendwie bei mir, habe aber nicht mehr drauf geguckt, bin frühs irgendwo rumgestolpert, keine Ahnung, total orientierungslos. Und als ich mittags zu mir kam, gucke ich auf mein Handy und da hat mir der Kenny geschrieben und gesagt, hey, soll ich einen Raid bei dir mitmachen? Hallo, hallo, antworte doch bitte. Gut, wenn du nicht antwortest, dann mache ich jetzt einfach den Raid. Jeder andere hätte wahrscheinlich gesagt, na gut, wenn du nicht antwortest, dann lasse ich es lieber. Aber man könnte ja denken, wenn ich nicht antworte, dann bin ich nicht am Handy. Und wenn ich nicht am Handy bin, dann spiele ich wahrscheinlich auch kein Pokémon in dem Moment. Dann hat er in Schleusingen, glaube ich, einen Raid mitgemacht für mich und ein 100%iges bekommen. Ich also dann irgendwann aufgewacht, da reingeguckt und gedacht, oh mein Gott, mich trifft der Schlag. 100% Rayquaza, besser geht's nicht. Habe ich dann gleich hochgezogen, habe mich übelst gefreut. Noch 66 Bonbons übrig, weil ich da, glaube ich, noch ein anderes auch hochgezogen habe. Aber das sehen wir bestimmt später auch noch hier. Dann mein ewiger Hasskandidat Despota. Denn ich habe so viele Despota-Raids gemacht. Bestimmt schon 250 oder so. Und die höchsten, die ich bekommen habe, waren einfach immer 98er. Zwar mit 15 Angriff. Da habe ich insgesamt dann schon 6 Stück oder irgendwas gehabt. Aber ich hatte nie ein 100er Despota dabei aus dem Raid. Das hat mich natürlich geärgert. Viele haben da schon 200, 300er bekommen. Irgendwas. Also ihr seht hier ein 98er mit 3826, nochmal ein weiteres hinterher, dann ein drittes 98er, dann ein viertes 98er, ein fünftes 98er und dann ein 98er Stein vom Community Day, ein Shiny, das hat ein bisschen andere Werte, aber ist ja nur 6 WP Unterschied, trotzdem auch 98%. Und das war eben vom Community Day, wie man sieht. Aus Coburg hat also Katapult Steinkante. Deswegen habe ich da immer Stein dran geschrieben. Die anderen haben alle das Bissknirscher Moveset 3820. Genau wie das auch 98% mit Steins Moves. Das hat 98 Bissknirscher, aber leider nur 14 Angriff. Deshalb auch die gleichen WP. Und hier ist also das 96er Rayquaza noch, was ich dann auch hochgezogen habe. Habe ich jetzt bei der zweiten Welle bekommen, als das, glaube ich, da war. 96%, 15, 15, 13. Dann noch 96er Despota. Ein 100%iges Dragoran auf 3792. Und dürfte auch noch ein zweites dabei sein. 3792. 24.02.2018, das müsste in Einring, Bayern, Deutschland gewesen sein. Früher sind wir ja noch viel rumgereist, haben auch Purges mitgemacht. In Prag gab es eine Purge, in München gab es eine Purge, in keine Ahnung wo gab es eine Purge, wir waren in Weimar, in Nürnberg, in Jena, in Honolulu, überall. Auf jeden Fall ein 100%iges Dragoran. Von damals noch entwickelt mit der Community Day Attacke, habe ich aber mittlerweile umgeändert auf Wutanfall, weil ich Wutanfall einfach besser finde. Und ja, die ist einfach besser einsetzbar, die ist schneller fertig, wenn ihr da kämpfen wollt, gerade gegen andere Drachen, was ihr ja häufig damit macht. Liegt euer Dragoran schon in der Ecke und hat noch keinen einzigen Move gemacht. Wutanfall geht da wenigstens vorher schon mal durch, was bei Drago Meteor eben nicht so war. Das also mitgenommen. Das zweite hatte ich ja auch mal entwickelt, als wir gerade die Raid-Tour mit Latias machen wollten. Auf dem Weg nach Ilmenau habe ich dann noch eins hochgezogen. Dann haben wir noch einen 98er hier dabei. 3779. Ein 93er. Dürfte, glaube ich, auch 15 Angriff haben. Dann ein 100% Shiny Glücks Bruderlander. Das ist ganz frisch, denn das kam letztens ja erst vom Kindwurm Sea Day, wo ich mit Pupsi aufgestiegen bin. Also zu Glücksfreunden geworden bin und wir unser höchstes Shiny Bruderlander getauscht haben. Hat es ja deshalb auch Wutanfall natürlich. Und Siederjahr-Attacke 100%, alles dabei, 3749. Genau wie das, leider nicht Lucky, leider nicht Shiny, aber 100% hatte ich nämlich noch übrig. Habe ich dann also auch entwickelt.
Dann 3733, ein 100%iges Rihonja. Das habe ich auch damals getauscht mit Elisa Huhn. Da hinten sitzt er, will er nochmal reinwinken. Hier ist das Elisa Huhn. Das war auch richtig genial. Das war das allererste, was ich auch entwickelt habe. Von Gen 4 mit dem Sinostein und hochgezogen. Richtig guter Angreifer. Dann noch ein 96er Bruderlander, das ist auch schon ein bisschen älter. Noch ein 98er Rihonja, leider nur mit 14 Angriff, aber auch als Glücks-Pokémon. Ein 100%iges Melmetall, das habe ich neulich beim Aufräumen gefunden. Mir war überhaupt nicht bewusst, dass ich so eins auf der Hand habe. Hab dann also endlich mal Meltan entwickelt zu Melmetall. Das war auch mein Pokédex-Eintrag davon, 3599. Dann noch ein paar Despota einfach entwickelt am Community Day. Ihr seht, die sind auch nicht hochgezogen. Bis hier war noch alles hochgezogen. Das Melmetal ist noch auf Level 40. Despota dann nicht mehr. Trotzdem auf 3500. Es sind also noch ein paar Steine dabei, wie ihr seht. Einfach um die Community Day Attacke mitzunehmen. Noch ein paar alte Despota, die gut waren damals zum Entwickeln. Da noch Despota, hier noch Despota. Zapdos mit 3510. Damals auch, 21.07. Schleusingen, das war das Beste in Schleusingen damals. Auch hochgezogen natürlich, als das da war bei den Raid-Tagen, war das glaube ich. Dürfte glaube ich auch ein 96er sein, wenn mich nicht alles täusche. Könnt ihr mal kurz auf die Bewertung gucken. Steht nämlich nichts dran, kannst mir da einen aufnehmen. Angriff 15. So, das reicht, das ist ja das Wichtigste. Hauptsache Angriff 15. Auf 3510 hat es der Vogel gebracht. Und das ist auch noch nicht so alt, das Latias, was wir in Ilmenau dann, als wir auf Raid-Tour waren, geradet haben. Und dann habe ich auf einem anderen Account eins gehabt, habe mir das rübergetauscht. Und der erste Tausch von dem Shiny war auch gleich ein Glücks-Pokémon mit 98%. Mein bestes Latias bis dahin. Vorher hatte ich zwar auch welche mit 98%, aber nur mit 14 Angriff. Und das hatte dann eben 15 Angriff, war perfekt, habe ich deshalb auch gleich hochgezogen auf 3502. Dann noch ein 100%iges, Junge, wie heißt denn das jetzt? Suicune? Raikou? Entei. Hey, Entei, genau, am 21.09.2017, und da weiß ich noch, da waren wir unterwegs in Coburg. Coburg, Bayern, genau. Und da waren wir ein bisschen außerhalb in so einem Industriegebiet, haben da den letzten Raid mitgemacht. Das war der letzte Tag, auch wo das da war damals, in den 5er Raids. Und dann einfach ein 100%iges mitgenommen, 3473. Dann nochmal ein Rihonja hinterher mit 3400, ein 96er Lavados mit 3400, ein 98er Raikou mit 3444. Ein 93er mit 3428, ein 100% Gyarados, 3391, ein 100% Giratina vom 9.11.2018, das war auch Römhild, ja, das dürfte hier in Hildburghausen gefangen gewesen sein, komischerweise steht da nie Hildburghausen, weil Hildburghausen gibt es überhaupt nicht auf der Weltkarte, es gibt nur Römhild oder Straufhain, die zwei Orte stehen immer drunter, aber da steht nie Hildburghausen, auf jeden Fall die 100%ige Tina mitgenommen, die dicke Tina, würde der Visa-Fan jetzt wieder sagen. Auch mitgenommen, auch gemaxt. Nochmal ein Gyarados mit 3-3, noch eins mit 3-3. Ein 100%iges Togekiss, auch entwickelt bei der vierten Generation, jetzt bei der Welle 3-3-3-2. Da hätte hinten auch noch eine 3 hingemusst. Ein 100% Mamoodle mit 3-3-2-8. Da haben wir gleich ein paar, nämlich 6 Stück, glaube ich. Da sollte die Armee nämlich bereitstehen. Nochmal ein Despota, ein schillerndes Dragoran, 3268. Und das dürfte, das ist sogar getauscht mit, genau, denn ich habe meins nämlich, was ich habe. Habe ich das weggegeben? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte auf jeden Fall nur ein Dratini dann. Und da habe ich vom Thorsten noch ein Dratini bekommen und habe das dann auch hochentwickelt. Deswegen, ja gut, die Seeday-Attacke war ja eh Mist. Deswegen war das nicht schlimm. Wundernfall konnte man sich nachträglich ja immer noch holen. 3268, also bei diesem Dragoran. Dann ein Porygon Z mit 3266. Wieder mal Despota. Ein 100% Relaxo mit 3225.
nochmal ein schillerndes Despotar mit Gesteinsmoves, ein schillerndes Garados. Das war richtig genial damals, als das rauskam. Aber das steht natürlich wieder nicht Hildburghausen. Am 22.03. könnt ihr mal sehen, das war genau der erste Tag, als Carpador als Shiny damals rauskam beim Wasser-Event. Und ich bin hier aus dem Haus gelaufen, 22 Uhr, wollte zum Strich laufen. Auf dem Weg am Rathaus habe ich mein erstes Carpador angeklickt und es war Shiny. Und ich war so froh darüber, ich habe das dann gleich entwickelt, ich habe das dann gleich hochgezogen, ich habe das dann gleich in die Arena gesetzt. Damals waren die Arenen ja noch alt, da konnte man noch 10 Viecher reinsetzen, habe das dann überall gepostet. Der Crazy O immer gesagt, oh, du bist bestimmt der Erste so, der das mit hat. War natürlich Fail, es hat gar keiner gesehen, dass ich sowas habe und das Internet war schon voll wieder mit 10 Millionen anderen Bildern von anderen Leuten. Aber im Nachhinein hätte ich es vielleicht nicht hochgemaxt, weil es hat auch keine guten IV gehabt. Aber damals hat man eben noch nicht wirklich nachgedacht, was man braucht, was man nicht braucht. Und sich da einfach vor Freude den ganzen Staub um die Ohren geblasen. So, dann nochmal ein Shiny Despotar, normales Despotar, ein 93er Despotar, ein Metagross, auch einfach entwickelt mit der Sternhieber-Tacke, genau, vom Community Day. Ein 100%iges Mark Brand. Nochmal ein Metagross, ein 91er Relaxo, ein gemaxtes Regirock auf 3115. Vom 18.08. Das ist auch cool natürlich. Die kommen ja hoffentlich auch nochmal zurück, dass man die dann als Shiny kriegt. Ein gemaxtes Regi-Eis. Das dürfte auch. Wir wollen mal kurz gucken. Kannst du mir einen aufnehmen? Angriff, Verteidigung. Angriff und Verteidigung auf 15. Also auch richtig gut. Ich max eigentlich nur Sachen, die gut sind. Nochmal ein Bruder Lander entwickelt, jetzt vom Community Day. Dann sogar noch ein paar Aquana. Die sind ja total in Vergessenheit geraten. Das waren die besten Pokémon damals, um Arenen anzugreifen. Dann nochmal ein Metagross, 3099. Jetzt schreiben die Leute wieder da oben rein, aber wir sind eh gleich fertig. Ihr seht, wir sind gleich unter die 3000. Ein 93%iges Psyana, auch gemaxed, fand ich auch richtig cool. Und das kam ja nur auf über 3000, wenn man es eben hochgezogen hat. Nochmal ein Brutalander, ein 100% Galagladi. Heißt das so? Und ihr seht, es nimmt immer mehr ab. 3084, ein Gaudevoir mit 98%, auch gemaxt. Ein 100%iges Glücks-Ele-Voltec, auch entwickelt, auch richtig guter Elektroangreifer mit 3079. Noch ein 87er Rihorn, noch ein Bruderlander, ein 100%iges Simsala. Dann kommen erstmal die Machomais, 100, 100, 100, 100 mit 3056 jeweils. Machomai-Armee braucht einfach jeder, Bruder Lander, dann sogar noch zwei 96er, drei 96er, 100% Tangolos mit 3030. Dann kommen noch ein paar Aquana, nochmal Bruder Lander, wieder Aquana, die wechseln sich jetzt ab. Ein Snibunna mit 100% bei 3005 und nur noch 5 WP, dann sind wir hier durch. Ah, das Milotic mit 100% hat auch 3005, genauso wie das Snibunna natürlich. Ein 98%iges Kogowai hat auch 3005. Nochmal ein Lucky Shiny Garados mit 3001. Und das wird, glaube ich, jetzt wirklich das letzte Pokémon sein. Nein! Denn dann kommt noch ein Stolos hinterher mit 100% und genau 3000 WP. Das dürfte jetzt aber das letzte sein. Bam! Genau, und dann geht's wieder weiter mit Despotar. Schillerndem Despotar mit Gesteinsmoves und dem ganzen Dreck hinterher. Das war's aber jetzt davon. So, wir gehen mal hier raus. Da sieht man nochmal die Übersicht, also so ein bisschen. Das ist schon ein richtiger Haufen hier. Die ganzen Viecher da in einer Reihe durchgeknüppelt und ja. Da würde ich sagen, was das jetzt von meiner Seite aus. Das Video geht auch schon wieder ewig lang. Das braucht wieder 2 Tage zum Exportieren. Ich hoffe, der Yannick Rech freut sich jetzt über das Video, damit er da auch mal einen kleinen Einblick hat, was das so abging. Auch ein paar Geschichten dazu, zu den Pokémon, woher die kamen, wie das passiert ist, wie das drumherum war, ob man die selber gefangen hat oder nicht oder aufgewacht ist. Nächsten Tag waren die plötzlich im Beutel. Und ja, wir würden da noch ein
paar Raids machen, rausgehen, das Wetter genießen. Später muss ich trotzdem noch auf Arbeit, aber nach Arbeit heute dann endlich... Wochenende! Genau, so muss es sein. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und der dicke Isfo. Euer Isfo mit Elisa Hohn. Ich glaube, ich mache das wieder so dunkel, den sieht man dann gar nicht im Hintergrund, ne? Damit ihr nicht das unaufgeräumte Zimmer ablenkt. Das war's aber jetzt. Ciao.